Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 2 Let's Play hier bei Familie Grund. So, was machst du denn? Du bist ausgeschlafen und rennst in Unterwäsche rum und kündigst deinen Job? Wieso willst du dann? Hä? Wollte ich bei der irgendwas machen? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz abbrechen. Oh je, die Kleine brüllt. Die will raus. Okay, hier, warte mal. Die Kleine erstmal rauslassen. Und die möchte dann spielen. Haben wir überhaupt was zum Spielen? Ja, wir haben ein bisschen was zum Spielen. So, er pennt im Zimmer vom Vater. Puh. Katzenklo, alles Mögliche. So, warte mal. Die Kleine, die will... Hat die überhaupt schon alles? Die hat noch gar nichts... Die hat doch gar nichts gelernt. Okay, warte mal. Mami, du willst mich jetzt knuddeln, vertraut küssen und mit mir kurz spielen? Jo. Und dann müssen wir hier gucken, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Uah. So, jetzt habe ich nur gerade wieder ein Katzenhaar entfernt. So. Und zwar Laufen beibringen oder Sprechen beibringen oder was ich dir jetzt gerade gegeben habe. Genau, Sprechen beibringen. Ah, das ist eh bald erledigt. Okay, das ist schon mal gut. So, keiner der Eltern will der Kleinen was beibringen. Okay, so, du wirst jetzt mal aufwachen und dann die Betten machen. Ja, du bist ja nicht älter, gell? Ich habe es noch immer nicht geschafft, dass ich den hier ein bisschen, also dass ich die resette. Das ist gut. Hier, Betten machen. Gut, hier, dann. Haben wir hier keine Blüte, sondern mal Essensvorräte prüfen, abspülen. Nee, warte mal, du prüfst die nicht, sondern... Du gehst einfach gleich welche bestellen. Dann Frühstück servieren, Müsli. Was ist mit dir? Das ist golden. Achso, das ist eh voll. Okay, dann brauchst du nichts machen. Die Kleine hat eh ein bisschen Hunger. Techtelmechtel mit meiner alten. Mm. So, jetzt hat sie es gleich gelernt. Sehr schön. Sehr schön. Was willst du jetzt? Groß erwachsen werden, lernen, laufen lernen. Okay, warte mal. Du machst jetzt mal hier, keine Ahnung. Du gehst mal schnell duschen. Was könnte man denn hier Sim um Date bitten? Jemanden einladen, unbekannten Sim treffen, ein Spiel kaufen, ein Seifenblasenpuster kaufen. Was könnte man eigentlich machen, da hier, Spiel? Wenn ich jetzt nur wüsste, wo der drin ist, gell? Hier, Spieler. Ist da das Seifenblasenpuster drin? Ich sehe irgendwie nämlich nichts. Ich meine, es ist auch noch ziemlich früh, ja. Ich sehe sowieso noch gar nichts heute. Also für mich ist es früh. Sonntags früh. Ich sehe noch gar nichts. Wieso geht es hier nicht? Warte mal. Ah, eventuell wegen Fenster oder so, gell? So, einmal und dann, ihr wurscht, vielleicht geht der Wunsch dann eh auch so in Erfüllung. Ja. Auf Couch spielen. So, keine Ahnung. Du wirst jetzt einfach mal hier Krebsmilch für Helga zubereiten. Du wirst es hier mal einfach abspülen. Und eine Schüssel nehmen. Du wirst duschen und dann wirst du Fernsehen. Und was macht dein Papa? Dein Papa?
Helga veranstaltet eine tolle Party. Das wünscht sich dein Vater, Anastasia, was. Okay, was machst du denn? Du wirst jetzt erstmal hier aufwachen. Die sind alle sehr früh wach, muss man sagen. Wann habe ich die denn ins Bett geschickt? Das gibt's doch nicht. Keiler befiehlt zu sprechen. So, Bett machen. Bett machen. Aufräumen. So, wo ist die Kleine? Kleiner, du musst hier die Kribsmilch trinken. Die ist nämlich gut gelungen, das ist sehr gut. Dann machst du das hier sauber. Oh, warte mal, Rolli und Kia. Kia, was machst du denn? Ach, du spielst mit Rolli, okay. Uiuiuiui. Das schaut aber nicht so gut. Weißt du, was ich mich schon immer gefragt habe, wenn man im Pool schwimmt und es anfängt zu regnen? Okay. Warte mal, Theo. Nee, warte mal. Du wirst deinem Kind jetzt hier das Laufen beibringen. Frühstück servieren, gefüllte Waffeln abspülen. Ach so, das ist deswegen schon fertig, weil, warte mal, dann kannst du erstmal hier essen gehen. Genau, und der Kleine wird auch hier essen. Oh, scheiße, die werden sicher angebrannt sein jetzt. Oh. Ja, ist klar. Wie ekelhaft. Nein, 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 warte mal, die wirst du jetzt nicht servieren. Ganz ehrlich, die wirst du einfach hier weglegen, abspülen. So, säubern, säubern. Säubern. Du wirst einfach alles jetzt hier säubern, was zum Säubern geht. Brauchst du eigentlich? Du brauchst doch, glaube ich, eh noch, aber keine Sauberkeitspunkte. Mechanikpunkte brauchst du eigentlich. Ah. Hast du Hunger? Ist was? So, die Kleine hat jetzt laufen gelernt. Haben wir hier irgendwo ein Töpfchen? Genau. Hier setzt sie noch aufs Töpfchen. Die Kleine muss jetzt eh aufs Töpfchen. So, was ist mit dir? Duschen benutzen. Du musst eh bald arbeiten fahren. Lernen Mechanik. Passt. So, Fahrgemeinschaft, Fahrgemeinschaft. Fahrgemeinschaft, Schulbus. In einer Stunde. Okay. Wer kommt dann am frühesten nach Hause? 15, 16, 14. 15, 15, Alter, da kommen voll viele um 15 Uhr heim. Und die Kleine ist total allein. Zur Arbeit fahren. Ja, du musst jetzt noch schnell aufs Klo gehen. Die Kleine. Die hat jetzt alles gelernt. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, so, Kleine, du hast alles gelernt. Du gehst jetzt noch ein bisschen spielen. Genau. Und du bejubelst sie. Was ist mit dir? Du kannst es hier wegwerfen. Du bräuchtest Spaß, gell? Oder Film ansehen, Kinder, Märchen. Chimichu. So, warte mal. Ihr habt jetzt hier, du kannst es vergessen mit Lernen. Ach, du grüne Neune. Die Katze hat eh was zum Essen? Ja, ein bisschen was hat sie noch. So, ich weiß, dass ich andere Pflichten habe, aber ich bringe es einfach nicht übers Herz, die Kleine alleine zu Hause zu lassen.
Anrufen. Service. Junge, du musst arbeiten gehen, du bist eh schon degradiert worden. So, was ist eigentlich mit der Kleinen? Musst du schon schlafen? Alter, wir müssen da rechtzeitig die Dinge auch noch. Oh Gott. Gehorsamkeitstrainer, Handwerker, Hausmädchen, Heiratsvermittlung, Kindermädchen. Ja. Nur jetzt. Passt. Ja, und dann gehst du schnellstmöglich zur Arbeit. So, Kleiner. Hör mal auf zu spielen. Die Krippsmilch hat ich schon nachgelassen, aber es ist gut, dass sie ihre Sachen hier mal gelernt hat. Die sie so lernen muss. Fürs Leben. Da, di, da, 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 di, da, da. Einmal Nase popeln. So, warte mal, wer kommt jetzt als erstes wieder zurück? 15 Uhr, 15 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 15 Uhr, okay. Ich hoffe nur, dass die nicht alle wieder zugleich eine Beförderung haben, weil sonst kackt mir wieder das Spiel ab. Aber um 15 Uhr, warte mal, 14 Uhr kommt mal einer heim. Der könnte sich dann hier ein bisschen um den Garten kümmern, eventuell. Ah. Oder hat er ihn mitgenommen? Wer kommt denn da in der Limo zurück? Ah, das ist die Katze. Die muss ja auch arbeiten. Genau, da war ja was. Die Katze bekommt nichts Edleres als... Wann kommt die denn überhaupt zurück? Um 16 Uhr, okay. Da war ja was, genau. Hatte ich vergessen. So, alles mal beschleunigen. Dann ist die große Frage, kommt da jetzt jemand mit oder nicht? So. Er hat Spaß auf der Arbeit, okay. Hat man auch selten. Schau, da kommt er schon. Oh ja, er ist befördert worden. Das ist schon mal gut. So, die Kleine. Wie wär's, wenn du die rauslässt? Warte mal, lass deine Kleine raus. Beate Wendland. Oh, warte, 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 warte. Wir müssen hier begrüßen. So. Dann rauslassen. Da müssen wir unbedingt jetzt vorher noch... Unbedingt müssen wir jetzt dann vorher noch speichern, weil sonst, ja, wir wird sicher wieder das Spiel abkacken. Es könnte sein, dass er eine Beförderung bekommt. Es könnte sein, dass er keine bekommt. Okay, und halt die Schule. Okay, warte mal. Ich mache jetzt mal hier... Ich mache gleich Pause. Hier so Pause machen, kurz speichern. Ich habe nämlich echt keine Lust, dass ich das alles wieder nachspielen muss. Echt nicht. So. Gespeichert ist es. Jetzt ist das Spiel abgeschmiert. Ah ne, doch nicht. Achso, ich habe auf Pause gedrückt. Okay, ja, warte, dann kannst du das lassen. Wo ist jetzt die eine hin? Ist sie überhaupt noch da? Oh, die ist eh da. Du musst hier hingehen. Du musst hier hingehen. Okay, sehr schön. Gerds Noten werden schlechter. Hier, okay, du hast dich eh schon beeilt. So, warte mal, reden. Plaudern.
Süßholz, Holzraspeln. Film und Literatur. Wer ist das? Gerd Cameron. Wer ist das denn jetzt? Okay, warte mal. Gerds Noten werden schlechter. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Du wirst jetzt hier Gerd bei den Hausaufgaben helfen. Oje, du hast gar keinen Spaß, gell? Nee, warte mal, du wirst jetzt vorher noch hier aufs Klo gehen. Dann wirst du Märchen angucken, bevor du Gerd hilfst. Wirst du hier das recyceln. Das hier aufräumen, das hier säubern. Hygiene. Duschen und säubern. Die Kleine sitzt da, okay. Was kannst du denn hier benutzen? Reinigen, säubern, aufwischen. Die Kleine soll noch ein bisschen weiterspielen. So, säubern, Fische füttern. Reparieren. Aufwischen. Du gibst dann der Katze noch was hier. Säubern, säubern. Warte mal, habe ich nicht irgendwie gesagt, 12 gute Freunde? Oder dass sie dann daheim bleibt? Ich weiß nicht mehr, was ich das letzte Mal hier gesagt habe. Aber Job kündigen. So, die müssen mir dann unbedingt helfen. Warte mal, was machst du denn? Richard hat Begeisterung für Filme erreicht. Warte mal, hier, verabschieden. Beate bitte mitzumachen. So, wie viel Spaß hast du denn schon? Na, nicht gar so viel. Dann wirst du jetzt einfach mal hier Gerd bei den Hausaufgaben helfen. Wenn ich jetzt so wüsste, wessen Ding das ist. Hier, Beate bitten mitzumachen. Wo kommt denn sie denn auf einmal her? Okay, warte mal, hier reden, Süßholz raspeln, umarmen, freundschaftlich. Wertschätzen, bewundern. Sim abchecken. Ach du Kacke. Das hier geht nicht gar so gut. -9. Reden, plaudern. Okay, vielleicht sollten wir einfach nur mal plaudern, plaudern, plaudern. Okay, sie gefällt dir gar nicht. Aha, es hat sich herausgestellt, dass ich mit deinem Chef verwandt bin, General Fritz. Und er schuldet mir noch einen Gefallen. Das nächste Mal, wenn du zur Arbeit gehen wirst, du befördert. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. So, du musst dich jetzt hier ein bisschen ranhalten, Junge. So. Ihr seid hier beschäftigt. Warte mal. Mädel, du hast hier doch noch viel mehr zu machen. Was ist mit dir los? Okay. Hier, warte mal. Gerd bei den Hausaufgaben helfen. War es so spät? Ja, geh lieber nach Hause. Back dich nach Hause, Mädel. Bist du deppert. Back die rum. So, was ist eigentlich mit dir? Ah, du badest gerade die Kleine.
Nicht schlecht, nicht schlecht. So, was machst du? Du machst da draußen Essen, das ist schlecht. Du bist auch beschäftigt? Es ist jeder beschäftigt. Okay, warte mal. Lass die Kleine mal runter, weil... Hier. Die muss eh aufs Töpfchen und dann muss sie bald mal wieder schlafen gehen. So, Harntrank, säubern, duschen, Tinker, okay, das ist wurscht. Dann. Hallo Theo, kann ich Richard sprechen? Nein, kannst du es momentan nicht, der ist beschäftigt. Mehr zubereiten. Hä? Oh, okay, es wird da draußen gegessen. Essen. Ist sicher scheußlich, das Essen. Brauchst du eigentlich irgendwas zum Verbessern? Nee, du hast eigentlich alles, gell? Hm. Ja, du wirst dann einfach hier ein bisschen mitessen. Du kannst Fernsehen. Okay, du bist schon wieder fertig, oder was? Essen. Ja, mit der hat es jetzt nicht so ganz hingehauen, gell? Das war schlecht. Schlecht, 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 schlecht. Aha, mit Uli hast du da auch was am Laufen. Eieieiei. Uli ist aber nichts für dich. Gar nichts. Philipp Vanino. Sophia Zang. Okay, als nächstes solltest du mit der vielleicht was machen. Fabiola Messen. So, wenn du dann gegessen hast, machst du hier deine Suchung und dann wirst du schnell noch wen anrufen, und zwar genau die Fabiola und die Sophia. So, wie geht's dir? Euch geht's eigentlich so ganz gut, gell? So, General Fritz. Du hast ein bisschen Spaß, das ist sehr gut. Du gehst jetzt dann einfach hier schlafen. Und die Kleine muss dann auch unbedingt, die muss unbedingt aufs Klo und dann schlafen. Also gar so gut kochen kann General Fritz nicht, gell? Nee, er kann nämlich gar nicht kochen. Gonzablo. So, er macht sich fertig. Aje, ob das überhaupt noch Sinn hat, die Leute hier anzurufen. Wo sind die denn hier? Die Sophia? Plaudern? Und wen hatte ich noch gesagt? Fabiola, das bist du, genau. Plaudern? Okay. Das haben wir dann gemacht. Das ist sehr gut. Und dann gehst du einfach mal schlafen, gell? Ausgezeichnet. So, du hast immer noch Hunger. Die Kleine schläft. Ihr schlaft. Du, was machst du? Du hast noch Hunger. Ja, warte mal. Du gehst jetzt erstmal aufs Klo und gehst auch schlafen. Oder warte mal. Du kannst eigentlich auch aufs Klo gehen und jetzt Hausaufgaben machen und dann schlafen. Aber bei zwei Hausaufgaben hat sie ihm geholfen.
So, warst du spät schon? Ich muss nach Hause. Um 2 Uhr morgens sagt er das oder 3 Uhr. So, passt. Alles paletti. Gut. Dann mache ich jetzt hier auch erstmal einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ja, wie soll ich sagen? Mal gucken, was da sich so alles ergibt. Viel Spaß euch noch und bis demnächst. Baba.